Am Abend des 16. April 2024 war es wieder soweit, als der Saisonbeginn mit der Präsentation des Oldtimer Guides 2024 durch Autor und Herausgeber Christian Schamburek im Apothekertrakt der Orangerie im Schloss Schönbrunn eingeläutet wurde. Um die 200 Gäste nutzten den Abend, um die 18. Auflage des Kompass, der uns durch die Szene führt, wie Helmut Zwickl einst treffend formulierte, gemeinsam zu feiern und unzählige Benzingespräche zu führen. Mit dabei waren auch rund 50 klassische Automobile, vom Vorkriegs-Oldie bis zum Youngtimer, die das traumhafte Ambiente des Apothekertrakts schmückten. Wolfgang, du bist Chefredakteur, Herausgeber und sonst noch alles von der Austro-Klasse. Du bist hier an der Präsentation des Oldtimer Guide 2024. Was sind deine Eindrücke und welche freundlichen Worte findest du für den Oldtimer Guide? Ja, seit 15, sagen wir, Jahren, 18 Jahren, danke, ein fixer Bestandteil der Szene, nicht mehr wegzudenken, fast so alteingesessen wie Austro-Klassik. Aber zum Abschluss noch, ich glaube, für uns beide ist es wichtig, die Sache der Oldtimer entsprechend zu kommunizieren, damit wir auch in 20 Jahren noch auf Österreichs Straßen unterwegs sind. Ja, ein Kollege, Verlegerkollege, hat gesagt, to publish is to preserve. Okay. Vielen Dank. Robert, du bist der Präsident des Österreichischen Motorveteranenverbandes. Wir feiern hier Oldtimer Guide 2024, ein Fest für Oldtimer. Was bedeuten für dich klassische Fahrzeuge? Klassische Fahrzeuge haben mich in den letzten 40 Jahren immer begleitet. Vor allem deswegen, weil ich die Technik liebe, weil es an und für sich vom Fahrgefühl her ganz was anderes ist als mit modernen Fahrzeugen. Und es ist eigentlich historisches Kulturgut. Mobiles historisches Kulturgut, und das sollte man schätzen, ehren und auch so erhalten, dass es die Nachwelt dann noch erkennt und auch fahren kann. Du hast das Stichwort schon gesagt, Oldtimer sind Kulturgut. Ganz wichtig ist auch die Nachwuchsarbeit. Gibt es da aktuell, wie in der Oldtimer Guide ist eine Geschichte zum Startermotor, ein Jugendförderungsprojekt des ÖMVV? Was gibt es da für 2024 für Ausblicke? Wir werden das Starter-Motor-Projekt weiterführen. Wir haben schon etliche Clubs aus den Bundesländern, die daran teilnehmen werden. Es gibt Einzelaktionen, wie auch wie zum Beispiel von unserem Club, vom ÖMVC, wo wir direkt mit einer Mittelschule, einem Autohersteller und einer Reparaturwerkstätte gemeinsam hinfahren, alte Autos zeigen, neue Autos zeigen und die Jugendlichen und die Mädchen vor allem begeistern für die Technik und für die Lehre, dass sie immer Kfz-Lehrlinge werden. Der 356 Seiten starke Oldtimer Guide 2024 ist im Buchhandel, auf Amazon, bei Veranstaltungen, Messen und in Museen oder online unter oldtimer-guide.at um 19,90 Euro erhältlich.